Im heutigen Star Wars Flash schauen wir uns an, ja, die Kritik zur Boba Fett Serie wird lauter und nun haben wir sogar Kritik vom Schauspieler, wo ich sagen muss, als jemand, der die Show eigentlich gut findet, muss ich aber sagen, das lässt schon tief blicken, Freunde. Ansonsten gibt es aber noch neue interessante Infos zu Din Djarin in Book of Boba Fett, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Was aber überhaupt nicht vielversprechend klingt, sind die ursprünglichen Pläne von J.J. Abrams bezüglich einer gewissen Sache in den Sequels. Wären diese neuerdings veröffentlichten Pläne durchgekommen, wären die Sequels, nochmal um einiges unbeliebter, da bin ich mir sicher. Kommen wir aber zunächst einmal zu der ganzen Boba Fett-Geschichte und den Aussagen des Schauspielers, die doch schon einige kritische Töne aufweisen, gerade wenn man bedenkt, der Typ soll ja nichts Negatives sagen. Und das weiß er auch und wenn man das berücksichtigt, dann wirkt es, was der Schauspieler da sagt, doch schon recht deutlich. Aber ich will euch das Ganze einfach mal selber einblenden, falls ihr kein Englisch könnt, dann werden wir gleich nach der Einblendung nochmal drüber reden. Well, I was hoping not to say as much as I have already in the first two episodes. I speak far too much. In fact, in the beginning, I was trying to get past my lines on to Ming-Na. And yes, I was always, excuse me, director. I really feel that Ming-Na should say these lines because I want to stay mysterious. Right. I want to stay quiet. But then I caught on. He wasn't just trying to be a very generous actor, which he is. He was just trying to parlay some of the work to me. He's sharing his responsibility. So, yeah, but and even when, because, well, obviously John's one of the key writers. So, and so sometimes I'd always say, I think this is too much. I think this is too much. Then I'd go to, what was the other guy's name? Noah. I try and get. Oh, Noah. Yes. Noah. Mm-hmm. I remember, of course, John actually went away to Atlanta. So I rang Noah that night and I said, Noah, the scene tomorrow, I'm talking too much. This Boba doesn't talk this much. Look, I've got all this, these paragraphs here. I think we should get rid of it. And John's gone to Atlanta. So don't tell him. And then next minute that morning on set, I get a call from Atlanta. John wants you to say all that dialogue and he'll cut it out later. Also nochmal zusammengefasst, im Prinzip sagt dort Tamara Morrison, dass er selber fand, dass er zu viel gesprochen hat und dass er eigentlich nicht so viel sagen wollte, um mysteriös zu bleiben. Er hat sogar solche leitenden Funktionäre wie halt Jon Favreau oder seinen Stellvertreter Noah darauf angesprochen und gesagt, dass man da einiges an Dialog cutten sollte oder diesen Dialog halt Fennec Shand geben sollte. Und ja, wie gesagt, ich finde dafür, dass Tamara eigentlich nur ausschließlich Werbung für Book of Boba Fett machen soll, war das doch schon recht deutlich. Und ich muss sagen, mich stört es jetzt nicht so sehr wie viele andere Fans, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass der Charakter ein wenig falsch behandelt wird. Ein Beispiel, wo es dann doch mal too much wurde, war, als sie dem Assistenten vom Bürgermeister gedroht haben, beziehungsweise halt Fennec hat das ja gemacht, so nach dem Motto, wenn dir was am Atmen liegt, dann bringst du uns zum Bürgermeister. Und Boba hat daraufhin dann tatsächlich gesagt, dass das doch ein wenig harsch war. Was ich dann wiederum ein wenig zu weich finde von ihm, obwohl ich im Gegensatz zu vielen Fans diese Schiene des Respekts ja gar nicht schlecht finde, weil Boba ist ja kein klassischer Bösewicht, aber es wirkt halt immer mal wieder etwas verweichlicht, muss man sagen. Interessant ist auch noch der Artikel vom Hollywood Reporter, wo diese kontroverse Biker-Gang nochmal thematisiert wird und Tamara darauf angesprochen wird und dann sinngemäß antwortet, manche dieser Dinge sind außerhalb unserer Kontrolle. Wir als Performer können nicht sagen, dass wir mit diesen Leuten nicht arbeiten wollen, dass sie nicht gut genug sind oder sowas. Sie brachten ordentlich Farbe ins Spiel, sie waren super und haben hart gearbeitet. Tja, man merkt also auch hier Spuren der Skepsis, die natürlich nicht zu deutlich gemacht werden können. Aber was die Biker betrifft, da muss ich wirklich sagen, dass ich die Skepsis im Fandom absolut verstehen kann. Und ich finde, die passen halt einfach nicht auf Tatooine und würden wohl eher nach Coruscant oder so passen. Aber naja. Das Traurige ist, ich habe ja letztens ein Video gemacht, wo ich unter anderem auf eine Aussage vom Boba-Schauspieler eingegangen bin, in der es heißt, wir werden in der Serie bald paar Colorful Chaps sehen. Also übersetzt heißt das so viel wie bunte Burschen. Und es scheint wohl so, als ob er dann tatsächlich diese Biker-Gang gemeint hat. Hoffentlich aber nicht nur, sondern vielleicht ja auch Kandidaten wie Bosk oder Cad Bane. Bezüglich der Farben hat sich auch Robert Rodriguez, einer der Schauspieler, im Vorhinein vor der Premiere der Show geäußert und gesagt, dass es da durchaus Meinungsverschiedenheiten bezüglich gewisser Farben und so gab und was damit gemeint ist, werden wir dann in der Serie sehen. Und jetzt ist es ja offensichtlich, dass eben diese Biker-Gang gemeint ist.
Aber es ist auf der positiven Seite auch so, dass von vielen Seiten gesagt wird, dass gerade Episode 5, 6 und 7 voller Überraschungen sein werden und dass sich die Fans darauf freuen können. Also klar, das gilt für die ganze Serie, aber in Interviews wurde halt immer wieder betont, die letzten drei. Also bleiben wir auf jeden Fall mal gespannt. Spannend klingt aber auch dieser exklusive Leak hier von Bespin Bulletin, in dem hauptsächlich gesagt wird, dass Din Djarin vorkommen wird, nämlich mit einem neuen Schiff, da die Razor Crest ja leider in zig Trilliarden Bruchstücken zerteilt wurde. So ein großer Feuerball, Lume! Bam! Es heißt, dass voraussichtlich in Episode 5 Din Djarin vorkommen soll und ein Naboo N1 Starfighter fliegt. Dieser N1 Starfighter kennen wir ja bereits aus den Prequels. Ich persönlich mag die, aber mal schauen. Das wäre also tatsächlich schon die nächste Folge. Und das würde tatsächlich auch gegen den fetten Plot-Leak zu Book of Boba Fett sprechen, den wir in diesem Video hier vollständig besprochen haben. Dort kommt Din Djarin auch vor, aber erst gegen Ende der Serie und das wegen eines ganz besonderen Grundes. Wenn ihr wissen wollt warum, checkt einfach das Video hier ab, der zweite Link im angepinnten Kommentar. Letztendlich muss aber weder der eine noch der andere Leak stimmen, also will ich jetzt gar nicht sagen, welcher von beiden richtig ist oder falsch. Wir werden es ja bald sehen. Kommen wir zu einer weniger erfreulichen Sache, nämlich den Sequels. Da gibt es jetzt nämlich neue Infos aus mittlerweile entfernten Tweets vom Lucasfilm Story Group leitenden Pablo Hidalgo. In diesem Tweet hat er quasi eine Frage beantwortet von einem Fan und gesagt, dass die Vernichtung von Hosnian Prime quasi der nicht zufriedenstellende Kompromiss war zwischen Bad Robot, also die Produktionsfirma von J.J. Abrams, und Lucasfilm. Dann auf die Nachfrage hin, ob denn Coruscant besser gewesen wäre, sagt Hidalgo sogar, dass das Ganze ohne Starkiller besser gewesen wäre, aber das sei halt eine andere Diskussion, ne? Und der Punkt ist halt, ja, Coruscant sollte ursprünglich zerstört werden. Das war die Idee von J.J. Abrams. Und ja, da muss ich ihm auf jeden Fall recht geben, die Starkiller-Geschichte ist eine der vielen Komponenten in den Sequels, die nicht wirklich Sinn ergeben. Das Ganze wirkt vor allem lächerlich, da man jetzt weiß, was Palpatine schon während der Originaltrilogie gebaut hat. Aber ja, was soll man dazu noch sagen? Eine Sache ist safe, wäre Coruscant zerstört worden, dann wären die Fans noch wütender gewesen wegen der Sequels. Denn dann wären die Sequels quasi verantwortlich gemacht worden, dass so ein beliebter Planet aus den Prequels nun weg ist. Insofern, immerhin hat man da richtig gehandelt und Lucasfilm hat das gestoppt. Aber es ist jetzt nicht so, als ob die Alternative irgendwie überzeugend wäre. Aber ich glaube, das Fass von wegen, was an den Sequels alles nicht stimmt, das brauche ich jetzt nicht aufzumachen, aber tatsächlich gibt es da einen entscheidenden Faktor, der sehr viel von der Scheißigkeit der Sequels ausmacht, den niemand so wirklich präzise benennt. Und genau das habe ich in diesem Video gemacht, indem ich Episode 7 analysiert habe, mit Episode 4 verglichen habe. Und dort kommen wir doch schon auf sehr eindrucksvolle Ergebnisse. Checkt's hier ab im Abspann.